Hey Leute, ich bin's wieder, euer Icy und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angel News. Leute, was war das für eine Woche? Und das kann man tatsächlich mal wieder sagen. Es war eine wilde Woche. Auf meinem Kanal war es eigentlich mehr eine gefühlte Talkrunde. Es gab auch keine spezifischen Themen, auf die man hätte eingehen können. Man hätte vielleicht das Big Fish Media Thema nochmal als extra Video verpacken können. Aber wir hatten diese Woche 3 Talks. Und ich finde immer, nach so einem Talk ist es immer ganz cool, wenn man da einen Tag Videopause macht. Wobei ich auch viele Reaktionen von euch bekommen habe. Icy, mach mal ein bisschen langsamer. Nicht jeden Tag ein Video. Muss nicht sein. Wir kommen gar nicht mehr hinterher. Oder ich komme gar nicht mehr hinterher. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Habe ich auf jeden Fall viele Reaktionen auf jeden Fall zurückbekommen. Und ich habe mich einen Flusen. Geil. Und habe auch gehört, hey Icy, du machst zu viele Formate. Aber ey Leute, ich sprudel in meinem Kopf einfach so sehr. Und im Dezember kommt schon wieder ein neues Format. Für alle, die den Dustin Talk gesehen haben. Im Dezember starte ich mit All Eyes On. Der Name kommt tatsächlich aus der Community. Habe ich mich direkt von inspirieren lassen und werdet ihr dann sehen, was da genau passiert. In Dustin Talk bin ich etwas darauf eingegangen. Aber apropos Dustin Talk, seid ihr komplett verrückt. Ihr habt dieses Video komplett im Positiven auseinandergenommen. Wie viel positive Resonanz ist da unter diesem Video? Ich danke euch herzlich, ihr seid so krass. Ihr seid einfach so krass. Auch die letzte Angel News. Heftig, Mann. Heftig. Die letzten Wochen, dieser Kanal, ey, ihr gebt so viel zurück gerade, das ist so schön und vielleicht schaffen wir ja sogar die 8000 Abos bis zum Ende des Jahres, wäre auf jeden Fall ein kleines Träumchen von mir, wenn man das schaffen würde, 8000 Abonnenten bis zum Ende des Jahres, wäre krass, aber ich will es nicht erzwingen, wir schauen einfach, was passiert, nächstes Jahr, denke ich mal, knacken wir die 10.000, das ist schon ein heftiger Meilenstein. Aber man sieht einfach wieder, wie sehr ihr auch die Talks vermisst habt. Ich meine, wir hatten jede Woche immer Content und so. Ist kaum was irgendwie ausgefallen oder sonst so, dass wir das hatten. Aber immer zu der YPC-Zeit ist es halt immer so ein guter Aufhänger. Aber ich merke auch, dass man vielleicht auch zum YPC-Bass oder zum YPC-Boat sich auch einfach mal die Leute ranholen kann. Und da man ja auch nicht immer den YPC so groß thematisiert hat, sondern wirklich über viele andere Themen auch gesprochen hat, findet man, denke ich mal, immer was. Das ist ein kleiner Cliffhanger hier zum Beispiel schon mal. Wenn alles gut läuft, könnt ihr euch nächste Woche über einen Talk mit Henrik Haag freuen, Leute. Das wäre natürlich der Hammer. Das wäre natürlich der absolute Hammer, wenn alles klappt. Ansonsten herzlichen Dank natürlich. Herzlichen Dank und für jeden einzelnen Klick, Daumen nach oben, teilen, was auch immer. Ihr wisst, das sind alles so kleine Klicks für euch und für mich ist es einfach ein riesengroßer Support. Herzlichen Dank dafür. Gibt mir sehr, sehr viel Motivation, hier mit der ganzen Sache weiterzumachen. Womit noch? Ihr habt im Dustin Talk schon mitbekommen, ich bin auch auf der Angelwelt Berlin. Ich habe mir ein paar Content-Ziele vorgenommen, aber dazu mache ich nochmal ein extra Video. Das kommt wahrscheinlich vielleicht am Freitag, vielleicht am Donnerstag, mal gucken, vielleicht am Mittwoch. Ne? Der YPC-Talk, nicht, dass ihr es vergesst oder so, kommt diesmal erst am Dienstag, weil ich mich mit dem Turkleton erst am Montag treffe. Und genau, das sind erstmal so die Punkte. Also könnt ihr euch schon mal auf 3 Talks schon mal freuen. Mal gucken, wie ich das in der Woche staffle. Ich muss mal gucken, wie ich es zeitlich hinkriege mit den Angel-News, aber eigentlich sollte es kein Problem sein. Ist halt ein bisschen ruhiger denn die Woche, denke ich mal, weil viele Leute auch auf der Angelwelt Berlin sein werden. Ich werde auch ein Video machen, aber ey, Angelwelt Berlin, extra Thema. Lasst uns neben all den Dankeschön sagen und sowas alles, lasst uns zu den Themen dieser Woche kommen, Leute. Let's fucking go! Big Fish Media mit weiblicher Unterstützung. Enrico Di Ventura bei Zander Pro 3. Barsch wird der Fisch des Jahres 2023. Blinker mit geiler Geschenkaktion. Der River Fighters Pike Cup. Und Shimano auf der Angelwelt Berlin. Und falls auch du immer auf dem neuesten Stand der Angelszene sein willst und keine Folge Angel News mehr verpassen willst, dann lass jetzt ein Abo da und sei immer live dabei, wenn es heißt Angel News, alles rund ums Angeln. Oder werde einfach Mitglied und supporte das Ganze mit nur unter 1 Euro im Monat. Und ansonsten heißt es natürlich Daumen hoch, teilen,
was auch immer. Denn ihr wisst, für euch nur ein Klick und für mich der allergrößte Support. Herzlichen Dank, Leute. Leute, es ist wieder soweit. Ein neuer River Fighters Cup steht in den Startlöchern und ich weiß, River Fighters Cups sind fast genauso beliebt wie die YPC Cups, Leute. Deswegen River Fighters Pi Cup ist am Start und zwar seit dem 19.11.2022. Der Trailer kam mir, es ist am 18.11. hochgeladen worden. Deswegen, ich nehme gerade mitten in der Nacht auf, es ist 12:30. Also, River Fighters Pi Cup, einen Tag vorher. Also, heute startet das Ganze. Uhrzeit, weiß nicht, bestimmt irgendwann so zwischen 18 und 20 Uhr. Müsst ihr auf jeden Fall auschecken. Mit dabei sind wieder Garmin, BFE, Gator, Westin, River Fighters Team natürlich und Route und Rolle. Gesponsert von Lurjungs, Predax, Rapala und BFE. Leute, das wird natürlich wieder richtig, richtig geil. Zieht euch das rein, das Ganze auf dem River Fighters YouTube-Kanal. Ich verlinke euch das Ganze natürlich unten zur Verlinkung. Weiß ich nicht, ob eine Folge schon online ist. Ich verlinke euch einfach dann den River Fighters-Kanal, nur damit ihr Bescheid wisst. Und oder ich kann euch auch einfach den Instagram-Post. Ja, ihr wisst schon. Ihr wisst schon. River Fighters Pike Up. Auf den Trailer werden wir auch noch reagieren. Da werden wir nochmal ein extra, extra Video machen. In dem Sinne, viel Spaß und allen Teilnehmern viel Erfolg. Leute, Big Fish Media mit weiblicher Unterstützung und es könnte nicht sympathischer sein. Mirchen, für mich sehr bekannt aus dem Instagram-Game erstmal, hat für mich als allererstes ihren allerersten Auftritt, also für mich persönlich ihren allerersten Auftritt im Videobereich des Internets bei Big Fish Media und direkt mit einem super geilen Video. Super geiler Auftakt von Mirchen und ich hoffe, da kommt jetzt noch ein bisschen mehr. Ich habe ein bisschen nachgehakt, aber konnte noch nichts weiteres erfahren, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass da noch mehr kommt, wenn wir die Aufrufe sehen und ich denke, das war ein purer, purer Erfolg. Habe ich neben Christian noch ein Video, was ich mir bei Big Fish Media angucken kann. Grüße gehen raus an Team Grewald, auch korrekte Jungs auf jeden Fall. In dem Sinne, ne, Nierchen, alles Gute bei Big Fish Media, auch weiterhin alles Gute natürlich bei Fish Explorer. Und man sieht sich, denke ich mal, auf der Angelwelt Berlin. Sehr, sehr geiles Einsteiger-Video. Leute, eine Bombe, die diese Woche geplatzt ist und ich freue mich so sehr. Xander Pro 3 wird absolutes Pflichtprogramm für mich, muss ich einfach sagen. Vielleicht gehe ich sogar mit Turkleton rein. Aber Enrico Di Ventura und Johannes Gasser haben gedroppt. Sie sind bei Xander Pro 3 dabei mit den Sponsoren Grundens als auch LMAB. Was soll ich dazu sagen, Leute? Time for some action! Time for some action! Oder wie Enrico und Daniel immer sagen, Leute, let it rain! Leute, er hat es endlich geschafft. Nach all den Jahren hat er es endlich geschafft. Der Flussbarsch. Der Flussbarsch Perca Fluviatilis hat es endlich geschafft und er wird Fisch des Jahres 2023. Oh yeah, Leute. Oh yeah. Congratulations, you are a winner. Reicht, reicht. Flussbarsch, Fisch des Jahres 2023 in Deutschland. Gewählt, ich muss hier gerade mal ablesen, gewählt von dem Deutschen Angelfischerverband, gemeinsam mit dem Verband Deutscher Sporttaucher und der Gesellschaft für Ichthyologie e.V. zum Fisch des Jahres 2023 gewählt. Aus welchen Gründen? Drei stechen heraus. Weit verbreitete Art, Leute, mit großer Anpassung und strukturarmen Gewässer. Beliebter Speise- und Angelfisch, eindeutig der Barsch, hat eine Entwicklung hergemacht von einem
eher nicht so einen beliebten Fisch zu einem Zielfisch der Angler. Richtig, richtig stark. Und natürlich stellvertretende Monitoring-Art für die klimabedingte Änderung unserer aquatischen Fauna. Selbstverständlich, ne? Ich sag das so. Der Fisch des Jahres 2023. Ich bin gespannt, was der Fisch des Jahres in Österreich, in der Schweiz wird. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Es ist wieder Zeit. Fisch des Jahres Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Flussbarsch. Leute, kurzer Reminder, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte und erst durch den Post von Christopher Jung bezüglich den kleinen Shoutout, den er gemacht hat zur Angelwelt Berlin. Christopher Jung ist auch auf der Angelwelt Berlin, also falls ihr ihn treffen wollt, Christopher Jung am Start, natürlich bei Shimano, Leute. Aber was ich auch noch nicht, ich weiß nicht, ob ich schon mal Bericht darüber hatte oder nicht, auf jeden Fall Shimano zum allerersten Mal als Aussteller bei der Angelwelt Berlin. Ich glaube, da werde ich mich auch mal ein bisschen so durch das Sortiment ein bisschen durchstöbern, ein bisschen gucken, was da so abgeht. Mal schauen, vielleicht auch mal die ein oder andere Route in die Hand nehmen und mal gucken. Christopher Jung werde ich auch treffen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Leute. Shimano zum allerersten Mal bei der Angelwelt Berlin. Und zum Schluss dieser Angel-News nochmal das Blinker-Magazin im Fokus, denn der Blinker hat einfach eine super geile Aktion gebracht und hat zusammen mit der Royal Fishing Kinderhilfe einfach mal 70 Angel-Weihnachtskalender an Kinderheime und soziale Einrichtungen geschickt. Mega, mega geile Aktion. In einem Post sagten sie auch nochmal, auch in Zeiten, in denen wir alle etwas kürzer treten müssen und Geschenke vielleicht mal kleiner ausfallen, wollen wir den Zauber der Vorweihnachtszeit für Kinder erhalten. Mega, mega stark. Geile Aktion, Blinker Magazin, jährlich gerne sowas. Und ich find's schon, Kinderträume aufrechterhalten ist einfach ein Zauber. Ist einfach ein Zauber. Starke Aktion vom Blinker. Sehr, sehr geil. Weiter so. Leute, und da kommen wir auch schon zum Giveaway dieser Woche. Ihr könntet in letzten Angel-News gewinnen. Diesen Majorfish in grün. Perfekt, einfach. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Stück drin. Majorfish wird ungefähr, wie viel sind das denn? 10 Zentimeter, vielleicht ein bisschen größer. Steht das hier drauf? Ich kann es nicht genau sehen. Auf jeden Fall perfekt für Zander, ein bisschen grünlich. Ihr könnt den auch einfach so durchs Wasser leiern. Für Hecht auf jeden Fall stark, wer das gewinnt. Und die richtige Antwort, ich lasse Karpfen einfach gelten, ist natürlich Karpfen. Und diesen Karpfen hatte mein Freund Panti bei einem Kanalfischen auf jeden Fall gefangen. Könnt ihr auch sehen in einer Folge Angeln Royal. Deswegen legen wir mal los, wer die richtige Antwort gefunden hat. Alter, Steffen! Junge, was hast du für ein Glück im Moment, Alter? Du geiler Typ. Du geiler Typ. Alter, wie immer mega, Digi. Wegen der After, geh mir da zahlen. Alter, ich hab das gemacht. Ich bin fast gestorben, Digga. Ich bin fast gestorben, Mann. Ohne mit. Denke, Fisch und Karpfen, du hast richtig. Steffen, herzlichen Glückwunsch zu dieser Major-Fisch-Tüte. Damit wirst du auf jeden Fall was fangen. Schick mir deine Adresse am besten noch bis Montag. Dann hau ich's direkt raus. Die nächste Woche vor der Angelwelt Berlin noch. Ne? Vor der Angelwelt Berlin. In dem Sinne, könnt ihr jetzt mal herzlichen Glückwunsch, Steffen. Ich wollte schon fast hier wenden, aber wir kommen jetzt ja zum Gewinnspiel für diese Woche. Und diese Woche könnt ihr gewinnen. Und zwar, wenn ihr diesen Fisch hier erkennt. Ich mache es ja noch ein bisschen größer, falls ihr es nicht seht. Und zwar habe ich heute für euch im Angebot zwei Chatterbaits, Leute. Einmal von Street Chatterbait 5 Gramm fürs Barschangeln im Flachgewässer. Denkt dran, im Winter kommen die Barsche immer noch auch noch ins flache Wasser, um zu fressen. Nicht vergessen. Einmal in so einer Farbe grün-rot. Ist ganz nice, auch für leichte Routen. Sehr gut geeignet. Der Street Chatter. Und ihr wisst, Chatter is better. Ne, Spinner geht immer, aber Chatter is better, wisst ihr. Und einmal von 4 Street. Ich glaube, die heißen 4 Street, ne? Noch ein Chatter. 5 Gramm in einer weißen Farbe. Ich mag die Farbe gerne. Weiß. Für Chatterbaits feiere ich sehr.
feiere ich sehr. Am besten mag ich noch so ein paar lila Streifen oder Glitzer da drin. Der hat auch ein bisschen Glitzer drin. Hakengröße 1-0, weiß. Die beiden Chatterbaits könnt ihr gewinnen. Schreibt mir einfach, welche Schwanzflosse gehört zu diesem Fisch? Na, richtige Antwort in die Kommentare einfach und dann losen wir in der nächsten Angel-News aus. Wir könnten so eine Live-Auflosung auf der Angelwelt machen. Aber nee, das wird schwierig. Wobei das Video ja online ist, wenn ich auf der Angelwelt bin. In dem Sinne, Leute, schreibt es unten in die Kommentare. Viel Erfolg. Das war sie wieder, die Angel-News dieser Woche. Fein gemixt mit verschiedenen Themen aus der Szene, fand ich diesmal eine ganz, ganz angenehme Woche zwischen den ganzen Talks. Nächste Woche wird wieder voll mit Videos, Leute. Wir haben den Talk mit Hendrik Hagmann, alles gut, wir haben den YPC-Talk, Angel-News am Samstag. Ich werde noch ein Video droppen, was auf der Angelwelt Berlin geht. Und ich möchte euch eigentlich noch ein Video droppen, zu einer Dezember-Aktion, die ich vorhabe. Also ein ganz kleines informatives Video. Würde ich aber gerne ein extra Video zu machen, was ich im Dezember mit den Angel-News vorhabe. Eine kleine Überraschung, etwas für euch, um euch was zurückzugeben. Mal wieder. Ha? Leute, denkt dran. Es ist immer wieder schön mit euch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Denkt dran, Daumen nach oben, für euch nur ein Klick, für mich ein riesengroßer Support. Danke für die ganzen Support, für die ganzen Kommentare der letzten Videos. Ihr seid mega, für die ganzen Abonnenten. Vielleicht schaffen wir die 8000 noch in diesem Jahr. Ich glaube, das wären noch so 450 Abos. Wird schwer, bin ich ganz ehrlich, aber vielleicht schaffen wir es ja. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich wünsche euch nur die beste Woche. Schreibt mir auf jeden Fall, ob ihr was Geiles, Neues gefangen habt, neue Geschichten aus der Angel-News. Falls euch was auffällt, hey, schickt mir eine Nachricht bei Instagram oder eine Mail. Da bin ich immer für euch offen. Und ansonsten würde ich sagen, bereiten wir uns auf eine etwas ruhige Woche vor, sage ich jetzt. Aber bereiten wir uns auf eine extra etwas ruhige Woche vor, weil die Angelwelt Berlin ansteht und fast alle dort sind und alle mit Vorbereitung zu tun haben. Und hoffen wir, dass danach wieder richtig die Post abgeht. Wobei Ende des Jahres ist wahrscheinlich immer etwas ruhiger. Ja, immer etwas ruhiger. Wobei, es gibt immer irgendeinen Adventskalender-Skandal, gibt es immer. Wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Übrigens heute mal keine Zack-Nachrichten. Ja, auch mal wieder schön. Nächste Woche dafür wieder. Leute, in dem Sinne, lasst es euch gut gehen. Dickes Petri am Wasser, falls ihr am Wasser seid. Das Allerwichtigste ist, bleibt gesund und denkt immer dran. Ohne euch keine Angel-News. Und ich meine das verdammt ernst. Dicker Kuss geht raus. Euer Icy. Macht's gut. Ciao.